Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Build Stormwind. Wir sind immer noch dabei, hier Ressourcen zu erlangen und haben uns das letzte Mal hier eingebaut, am Ende der Folge. Und ja, wir werden hier jetzt weiter Eisen abbauen und natürlich die Schlucht erkunden. Wir sind immer noch in der Hoffnung, dass am Ende der Schlucht auf uns eine Mine oder dergleichen wartet, wo wir an Fäden kommen für unsere Gerüste. Ja? So. Was ist das? Eine Dierspitzhacke, okay. Ich muss gerade wieder ein bisschen umdenken von den beiden Texture Packs, die was ich verwende, beziehungsweise aktuell haben wir eigentlich eh nur am Community Server ein Texture Pack drauf. Okay, wo waren wir jetzt? Aktuell haben wir eh nur am Community Server ein Texture Pack drauf, das Chroma Hills in der 1.16 und in der 1.17, wo wir gestern. Also, ja, wo ich gestern. Für euch war es letzte Woche oder vorletzte Woche. Ich bin hier ein bisschen am Vorproduzieren, Freunde, also wundert euch nicht. Ja, Ultra Hardcore gespielt haben. Das spielen wir ja schon in der 1.17, aber ohne Texture Pack. Darum ist es für mich immer wieder spannend, hierher zurückzukommen und Sachen zu sehen, die ich vorher so nicht gesehen habe. Ja? Komm mal ein bisschen zurück hier, wo wir uns wohlfühlen. So. Hier sind wir ganz offensichtlich hergekommen. Gehen wir jetzt mal hier nach hinten und leuchten mal alles aus und dann holen wir auch hier wieder die Rohstoffe ein bisschen raus. Hier geht es weiter nach unten. Aber wenn ich mir das so ansehe, finden wir da am ersten Blick nichts, aber vielleicht können wir das dann nehmen, um uns nach unten zu bauen. Diesen Schacht. So, in den nächsten Folgen werden wir hauptsächlich jetzt hier noch die Schlucht erkunden. Und hier Rohstoffe rausholen. Beziehungsweise. Ups. Was ist das? Das müsste Kupfer sein dann, ne? Beziehungsweise, im Optimalfall finden wir hier irgendwie Fäden. Wir brauchen Fäden für die Gerüste, damit wir als nächstes dann schon die Gerüste bauen können für unser Stadttor. So. Und hier auch mal ein paar Fackeln an die Wand. Hallo? Fackel an die... Achso, ich habe keine mehr in der Hand. Sag das doch gleich. So. Hier das Kupfer... Wir nehmen das Kupfer mal mit, ne? Wir wissen ja nicht, wofür wir es brauchen. Wenn wir mal so eine Riesengeode finden, dann können wir eine... Wie heißt's? Ein Fernrohr draus bauen. Das wissen wir. Da oben ist auch noch Eisen. So gut. Also an Eisen mangelt es uns momentan nicht. So, und dann haben wir das Thema. Ja, welchen Stein werden wir verwenden? Im Moment glaube ich, dass es passieren könnte oder sein könnte, dass wir mit Diorit bauen. Ich habe noch nie so ein großes oder generell noch nie wirklich so mit Diorit gebaut. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall auch mal Diorit mitnehmen wieder. Ups. Und wenn wir wirklich mit Diorit bauen, Leute, boah, da brauchen wir viel Diorit. Oh, da brauchen wir viel. Und wir werden in einer der nächsten Folgen dann mal alle Blöcke, was in Frage kommen würden zum Bauen, aufbauen, nebeneinander so kleine Strukturen bauen und uns dann anschauen, wie die wirken, ne? Wie das ausschaut. So, ich habe schon gehört, der eine oder die andere hat sich jetzt schon ein bisschen schlau gemacht, wie Stormwind überhaupt ausschaut. Und das freut mich ja irrsinnig, ne, dass ich euch da auch das andere Spiel, was mich schon so arg lange in meinem Leben begleitet, ein Stück näher bringen kann, auch wenn es nur darum geht, dass ihr ein bisschen informiert über das Spiel. Ist trotzdem schön, ne? Also mir gefällt das.
Für mich ist das schön. Ich hoffe auch, die Musik ist nicht gar zu laut heute. Ich habe da ein bisschen herumgespielt. Ich denke nämlich schon. Aber ich bin mir da nicht sicher. Schreibt mir das vielleicht mal in die Kommentare. Na? Super. Gut. Ja, was haben wir hier eigentlich schon? Diamanten? Nee. Genau, wir wollten auch den Wither ein bisschen abfarmen. Ja, wir haben so viel noch zum Vorbereiten, bevor es eigentlich erst einmal ans Bauen geht hier, dieser Wahnsinn. So. Okay. Gut, haben wir mal hier einiges an Material. Und eigentlich wäre es doch irgendwie geschickt, wenn wir von unserer Base, von unserer kleinen, quasi von unserer Betthöhle, hier so einen Tunnel rüber bauen würden, ne? Das wäre doch auch irgendwie vom Vorteil. Ja, komm. Was ist mit dir? Hier ist auch überall Diorit, so viel nehme ich jetzt eh nicht mit. Hallo Creeper, hallo. Ja, hi. Das Tolle an dem Texture Pack ist, er zeigt mir auch an, wann ich schlagen kann. Schaut mal. Ich habe da so eine Fight-Ansicht quasi. Komme ich nicht hin? Und check. So. Geht's hier weiter? Ja. Hier geht's weiter. Geht's hier weiter? Ja, ich weiß halt nicht, was soll ich mit dem. Alter, das war ein Smaragd, ne? Kein Kupfer. Wollte schon wieder jammern. Kennt mich ja. Ich jammere gern. Eine Karotte haben wir bekommen. Schön. Ich glaube, das Kupfer werde ich jetzt dann wirklich da lassen. Gold. Sehr schön. Eisen. Hier geht es wieder eher Richtung rauf, ne? So, mal eben schnell Fackeln machen. Ich habe keine mehr. Hey, mein Freund. Hallo. Oh, und ich sollte mich mal heilen, ne? Das habt ihr mir jetzt aber nicht gesagt. Ich habe schon wieder überhaupt nicht... Ups. Ich habe schon wieder überhaupt nicht auf meine Gesundheit geschaut. Das wäre mal so ein typischer Marito Casito. Lifehack, ja? Kämpf mit allem. Schau auf keine Gesundheit. Nee, nee. Wird dir schon nichts passieren, so auf die Art, ne? Gut. Dann, als nächstes möchte ich auch gleich den Verzauberungstisch aufbauen. So schnell wie möglich. Eigentlich sollte ich das jetzt schon machen, bevor wir hier weitermachen. Mit dem Grund, nämlich wenn wir eine Spitzhacke mit Glück verzaubern, dann hilft uns das jetzt, nach dem Update auch, hier bei Eisen und Gold, um schneller ranzukommen. Also mehr Ertrag rauszubekommen aus den Adern. Ich vermute mal, das ist dieser Fallschacht, wo wir von oben gesehen haben. Ja, da höre ich irgendwo wen. So, aber wir sind jetzt hier quasi im tiefsten Punkt. Und auf Höhe 25 angelangt. Noch Kohle. So. Und Leute, ich bin immer noch total... überrascht, geflasht,
wie gut dieses Let's Build momentan ankommt bei euch. Entschuldigt den Huster. Das ist echt der Wahnsinn. Viele Leute sich das anschauen oder zumindest mal reinklicken. Das heißt, ich habe einfach suchmaschinentechnisch was richtig gemacht. Aber trotzdem Nachteil. Eine sehr, sehr hohe Absprungrate. Aber das kriegen wir auch noch in den Griff, oder Leute? Denk schon. Okay, wir wissen, hier ist genug Diorit, ne? Du kleines Ding. Ah ja, genau, da kam. Das war schon die Schlucht? Nee, oder? Geht's doch bestimmt noch weiter runter. Da zum Beispiel, schau. Ah, da bauen wir uns dann extra rein. Jetzt möchte ich erstmal unser Zeug nach Hause bringen, was wir jetzt haben. Schon wieder so ein Creepy. Ein Creepy-Pipi. Ein Creepy-Pipi. Haben wir ein Bett mit? Ne, natürlich nicht. Möchte ich jetzt aber auch nicht unbedingt da rauslaufen, ne? In die Freiwelt da draußen. So. Ja, wir werden jetzt ganz schnell mal Kühe farmen gehen dann. Habe ich alles da gelassen? Echt jetzt? Warum? Doch eh so viel Platz. Was ist das denn für ein Stein? Müsste Granit sein, oder? In dem Texture-Pack. Ja. Okay, bis der Morgen graut, werden wir hier jetzt noch weiter Diorit abkrabbeln. So, und dann gehen wir nach Hause. Wir bauen uns alles für ein... Wir suchen uns alles zusammen für einen Verzauberungstisch, wo wir auf Level 30 verzaubern können. Und dann wird eine ordentliche Spitzhacke mal gemacht. Ordentliches Werkzeug, ne? Mit dem ordentlichen Werkzeug gehen wir dann wieder da ganz runter in die andere Mine. Vielleicht nehmen wir uns auch ein paar Leitern oder so mit. So. Das war eh, glaube ich, die liebe Eva, die was geschrieben hat. Auf jeden Fall mit Diorit arbeiten hier. Hat sich eben Bilder angeschaut von Sturmwind. Meinte, das wäre am passendsten. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ne? Ich hätte fast den Steinsiegel genommen eigentlich. Aber naja, wir probieren das mal. Wenn die Eva das sagt, dann wird Marito das versuchen. Ja? Könnt ihr euch merken, Menschen? Wenn Evas was sagen, müssen Maritus das machen. Das sorgt immer für ein gutes Klima. Auch wenn du zu Hause eine Eva hast, ja, und ich sag, mach was, dann mach das. So wie Eva das mag. So. Wenn wir es aber dann doch nicht mit Diorit machen, dann haben wir extrem viel Diorit, ne? Nur, dass du es wisst. Ich bin übrigens schon voll am Planen von den ersten Bauten. Ist ja alles nicht so einfach, weil du halt in World of Warcraft dir zwar anschauen kannst, wie das aussieht, ja, ungefähr, aber du hast halt keine Entfernungsangaben oder Höhenangaben oder so dabei, was es ziemlich schwer macht. Das muss man alles abschätzen irgendwie und da bin ich momentan gerade voll am Tüfteln. Damit das alles eine, also diesen geschwungenen, runden Comic-Stil bekommen wir hier sowieso nicht zusammen. So wie in WoW direkt. Aber so ähnlich, ne? So. Hier den Diorit auch noch rausgeholt. Brauchen wir hier das Kupfer, lasse ich jetzt wirklich da. Immer noch Diorit. Ich bin
bin schon gespannt, wenn wir mal so eine Geode finden. Also ich habe so eine noch nie gesehen, ne? Also selbst gesehen, selbst entdeckt. Bin ich echt schon gespannt drauf. So. Bin auch gespannt, wie euch das neue Let's Play jetzt, wie das bei euch ankommt. Ich habe jetzt angefangen mit meinem Krieger Osito quasi auch das Leveln von 60 auf 70 in der Scherbenwelt zu Let's Playen. Leider habe ich den schon hochgelevelt, als ich noch kein YouTube gemacht habe. Somit fehlt halt hier einfach der Weg von 0 auf 60, aber ja, was soll's. Ist halt so, ne? Ihr könnt euch vorstellen, er war steinig und schwer und lang. War steinig, schwer und lang ist es hier momentan auch, ne? So. Könnte fast meinen, Marito liebt steinig, schwer und lang. Total ungewohnt, ne? Weil früher nannten mich immer alle Osito in den Spielen. Weil einfach immer meine Tank-Charaktere heißen immer Osito. Osito ist Spanisch und heißt, steht übersetzt für Bär. Oder steht nicht, heißt Bär. So. Ein Kürbiskopf. Hallo, Herr Kürbiskopf. Hättest du mir auch schon Kürbis jetzt geben können, ne? So. Genau, wir brauchen Kürbisse für das Schlotternächte-Event dann. So, wir haben kein Werkzeug mehr. Das heißt, wir werden jetzt dann mehr oder weniger mal was essen und dann rausgehen und nach Hause. So, links, 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 Fackel links, Fackel links, Fackel links. So. Entschuldigt, ich musste wieder niesen. Oh, was ist denn los heute? Wo kamen wir hierher, sag mal? Du? Kannst dir deinen Scheiß behalten. Rechts, 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 rechts. Okay, Fackel links. Müssen wir da rauskommen, ne? Aber wo ging es denn hier jetzt nach oben? Hier sind die Fackeln rechts. Hier ist eine Fackel links. Hier sind die Fackeln rechts. Hier ist eine Fackel links. Also wir können ja nicht mehr. Da. Da haben wir uns runtergebaut. Schau her. Da ist unser Treppenweg. Der übrigens nicht sehr sicher ist. So, hier haben wir ein Bett. Komm her. Monster ist weg. So. Erstmal schlafen. Du. Erstmal essen am besten, ne? Vorsicht vor den Ziegen. Die sind nämlich auch hier. Das ist auch noch ein Skelett. Ah, hier geht es auch dann runter. So, wenn wir Kühe sehen, hier Spinnen, ganz wichtig. Spinnen sind ganz wichtig. Wir haben eh noch Platz im Inventar, ja. Spinnen, wenn wir wo sehen, die nehmen wir sofort mit. Wegen, ihr wisst schon. Fäden. Brauchen so viele Fäden. Und jetzt gehen wir dann Kühe und suchen und Zuckerrohr. Für Bücher. Noch ein paar Schnitzel. So. Ah,
Und dann, es könnte sein, dass wir übrigens hier oben anfangen zu bauen und da, ich muss mir das jetzt noch ausrechnen. Ich bin gerade dabei, ja, wie gesagt, Sturmwind in WoW ein bisschen zu vermessen. Und wir haben ja hinten den Zugang zum Meer. Und auch Sturmwind hat einen Hafen und der ist sehr tief gelegen, also der ist von der Stadt nach unten gelegen. Und darum müssen wir erstmal schauen, ob sich das überhaupt ausgeht, wenn wir hier bauen würden, auf dieser Ebene. Das ist definitiv zu nah. So, Leder. Jetzt erstmal hier nach unten und das war unser Fallschacht, ne? Ja. Wenig gespawnt hier. Nö. Wir haben ja schon einen Verzauberungstisch. Oh. Wie schön. Wir haben doch schon einen Verzauberungstisch. Ja, Leute, jetzt bin ich gerade von mir selbst wieder mal überrascht, ne? Da siehst du, was rauskommt, wenn du ein paar Tage nicht aufnimmst. Plötzlich kommst du her und puff, steht da ein Verzauberungstisch. So, Kupfer. Gehen wir mal hier rein, Gold. Haben wir schon irgendwo Gold? Das kann man so schwer lesen, ne? Hier haben wir auf jeden Fall Gold dabei. Dann gehen wir bei den Diamanten auch die Smaragde, ja. Stein, Ziegel, Bruchstein. Andesit war, glaube ich, hier hinten. Und auch der Granit, der war auch hier. So. Dann haben wir hier wieder Kupfer, Kupfereisen. Mehr Eisen und noch mehr Eisen. So. Haben wir hier dazu, was haben wir hier? Schießpulver, Pfeile, Netherzeugs, was ist hier drin? Unsortiert. Das hier ist unsere unsortiert Kiste. Haben wir schon irgendwo Fäden? Schwarzstein, Basalt, Kupfer, Tuffstein, Bruchstein, Diorit, Redstone, Erde. Wir hatten doch schon Fäden. Wo habe ich denn die hingetan? Wir geben es mal hier jetzt dazu. Was ist das? Verrottetes Fleisch. Zuckerrohr. Okay. Wir haben Bögen. Komm, wir brauchen mehr Kisten eh. Wir brauchen echt mehr Kisten. Wir haben wieder 8 Kisten. So. Okay. Hier kommen Bögen rein und Pfeile erstmal. Hier kommt Schwarzpulver rein. Hier Knochen und hier Bücherzeugs, ne? Bücherzeugs kommt jetzt hier rüber. So. Haben wir hier noch rohes Rindfleisch, gebratenes Schweinefleisch, kommt in die Essenskiste. Denn Ordnung muss sein, liebe Freunde. So, dann haben wir hier ein Eisenschwert, ein zweites Eisenschwert, wir haben eine Eisenaxt. Passt. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, für diese Folge war's das. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir uns darum bemühen, eine ordentliche Tierspitzhacke zu bekommen. Bis dahin, ciao, baba. Euer Marito.